Moin, das ist meine erste selbstgebaute Zwille. Ich hatte mir eine gekauft und dann habe ich ja den Film gemacht hier, wo ich mir den Schusskasten gebaut habe, damit ich ein bisschen rumschießen kann. Und in der Garage, das macht echt so viel Spaß. Das ist wie so ein Virus da, mit dem Fletcher anfangen rumzuschießen. Vor allem, wenn du auf was triffst. Gut, ist alles Übungssache, aber jetzt habe ich mir meine erste selber gebaut. Bisschen aus Holz, zusammengeleimt, günstiges China-Gummi dran und einfach festgemacht mit Gummibänder. Hat auf jeden Fall funktioniert. So bin ich damit zufrieden. Und wenn ihr gucken wollt, wie ich die gebaut habe, ja, wie gehabt, ne? Bleibt dabei. Patsch. Kacke, voll der Leimpott kaputt gebrochen. Naja. Besser. So, das ist meine erste selbstgebaute Zwille. Wenn ich da was falsch gemacht habe, schreibt mir das mal in die Kommentare rein. Jetzt muss hier noch, glaube ich, die Nute rein fürs Gummiband, ne? Probiere ich einfach mal. Ob da was zu groß ist oder zu klein. Oder wie man das besser macht hier. So, das dauert mir zu lange mit der kleinen. Ich probiere mir die größere hier.
So, das hier ist Altöl. So, und das ist so ein China-Gummi, habe ich mir bestellt. Und einfaches Gummiband. Und mal ausprobieren, ob ich das damit anknoten kann. Da sollen verschiedene Längen drin sein. Da die gelben. Ja. Das sind die gleichen Längen, die beiden. Und soll das mit dem Gummiband nicht gehen? Na? Tja, das ist meine neue. Einfach mit dem Gummiband festgemacht. Das hält auch. Auch mal ein paar Probeschuss mitmachen. Ja. Ich finde die gut. China Gummiband. Außenrum gewickelt, einfach normale Gummibänder aus dem Billigmarkt. Und schießt. Achso, Garage habe ich noch nicht aufgeräumt, ne? Aber das Wetter so zu scheiße. Da kann man lieber ein bisschen basteln, bevor man aufräumt. Und solange ich noch alles finde,